Willkommen, meine werten Splatoon-Krieger. Wir befinden uns wieder mal ein bisschen im Online-Modus und heute gibt's nochmal wieder Live-Commentary. Haben sich auch einige gewünscht tatsächlich, ne? Dass wir dieses Spiel lieber können wir ruhig live machen. Außerdem ist mein Hashtag Splatoon, weil er ist ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Das war wohl nichts, ne? Das war ein Schuss in den Ofen, könnte man sagen. So würde es das Team Rocket beschreiben und das trifft es in diesem Fall halt auch extremst gut. Geht down, dankeschön. Trifft es extremst gut, muss man sagen. Es hat sich, im Großen und Ganzen hat sich eigentlich niemand darauf gemeldet. So. Es gab einen Kommentar, das war aber eine Frage und kein Thema. Und darauf können wir trotzdem ein bisschen eingehen eventuell, weil, boah, bietet sich an. Generell ein bisschen hier auf die Kommentare einzugehen, die so geschrieben wurden. Zum einen war das so, was viele immer wieder sagen, wie ist das denn mit dem Langzeitspaß? Ich habe Angst, dass die Langzeitmotivation nicht so gegeben ist. Ich verstehe das, ehrlich gesagt, nur bedingt. Oder eigentlich gar nicht, weil, seien wir mal ehrlich, ihr habt hier ein Online-Spiel, so. Das ist schon mal vom Langzeitspaß her erstmal grundsätzlich ja meist ein bisschen besser, ne? Wie ein normales Storyspiel. So, wenn jetzt aber ein Storyspiel herauskommt, höre ich nie jemanden sagen, oh, ich weiß gar nicht, wie das mit der Langzeitmotivation bei diesem Story-Game ist. Oh, soll ich mir das denn wirklich kaufen? Nachher macht mir das nur 20 Stunden Spaß oder nur einmal durchspielen. Ich verstehe es nicht, da hörst du nie jemanden meckern. Aber jetzt haben wir hier ein Spiel und allein, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, dieses Spiel macht dir halt nur 15 Stunden Spaß. Dann hattest du immer noch mehr Spaß damit als mit vielen anderen Spielen. So, jetzt reicht's mir aber mal hier. Jetzt reicht's mir aber mal hier, Freunde. Jetzt reicht's mir hier. Schluss mit lustig. Ey. Das können die Gegner hier nicht machen lassen, was sie wollen. Ohne Spaß. Und, Scheiße, das machen wir gerade. Naja, wobei, okay, die Map sieht schon für uns sehr gut aus. Bei uns sind alle down, ey. So ziemlich. Am anderen Team auch, da. Der wurde einmal kurz aufgeräumt, ne? So ein bisschen alles reingetradet. Jedes Team hat seine Leute eben kurz reingetradet in die. Ich hasse diese Viecher, ne? In diese Sache. Und dann passt das schon, aber wir haben auf jeden Fall klare Vorteile hier bei uns. Das ist schön. Naja, auf jeden Fall meine Langzeitmotivation, da kann ich auch mal was zu sagen eigentlich. Ich habe ja jetzt, ich bin ja jetzt ein Splatoon-Krieger der Stufe 20. Ich habe also bis Stufe 20 gesuchtet, könnte man sagen. Und stellt sich natürlich jetzt die Frage, wie ist das nach Level 20, Wollo? Hat man da noch Bock? Und da gibt es tatsächlich eine Sache, die motiviert. Oh, Gott sei Dank, wir haben noch gewonnen, ey. Ich dachte gerade schon, war das jetzt am Ende doch noch knapp. Uah. Mann. Ich war immerhin der Beste im Team. Und insgesamt hätte ich zwar nicht die meisten Punkte, aber was soll's. Thema Langzeitmotivation. Das Spiel geht, ich nehme an, vorerst nur bis Level 20. Also der Online-Modus. Wenn du Level 20 bist, hast du es sozusagen geschafft, dann kannst du eigentlich nichts mehr großartig machen. Also du kannst nicht mehr hochleveln. Das ist, ich muss sagen, das ist ein bisschen scheiße. Also ganz ehrlich. Und es hat mir auch kurzfristig so ein bisschen die Lust genommen. Also ich hatte ja extrem Bock, mich hochzuleveln auf Level 20 und so. Das hat mich motiviert ohne Ende. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, warum mich das so krass motiviert hat. Aber das hat es nun mal getan. So, dann kam dieser Punkt, an dem ich halt auf Level 20 war. Und einfach instant, ich hatte nicht mehr viel Bock. Ich hatte, ehrlich gesagt, muss wirklich so sagen, habe so gedacht, oh ja, gut. Vorher warst du so richtig, richtig krass am Suchten. Danach halt nur noch so, ja, okay, spielst jetzt ein bisschen. Oh, mal gucken. Kannst du auch eigentlich lassen, weil du kannst ja nichts mehr erreichen. Aber, was mich jetzt gerade motiviert ist, ist tatsächlich die Ausrüstung. Die Ausrüstung, die Stufe 3 Ausrüstung, die ich ja mittlerweile, also jeden Tag kannst du dir neue Ausrüstung kaufen. Das ist eine coole Sache, weil, oh Gott, krieg ich auf den Sack her. Konnte ihn leider nicht rechtzeitig packen und das war mein Verhängnis.
Aber hey, ist nicht ganz so schlimm. Unser Team ist schon wieder ganz gut vorne vertreten. Auch wenn es jetzt gerade wieder ein bisschen scheiße für uns aussieht. Aber hey, die Karte ist noch auf unserer Seite. So, was ich sagen möchte ist, die Level 3 Ausrüstung. Die Ausrüstung läuft ja so, dass sobald du genügend Erfahrungspunkte hast, kriegst du dann Random Stats da drauf. Also 3 Stück in diesem Fall. Und man kann halt, was ich momentan ganz gerne mache, ist halt, scheiße, mir diese Random Stats aufbauen. Jeden Tag bei meiner Kleidung. Ich habe mir jetzt auch gerade schon wieder Kleidung gekauft, wo ich dann wieder die Möglichkeit habe, die Stats drauf zu leveln. Allerdings dachte ich mir, nee, komm, für den Part nimmst du auf jeden Fall, fertige Kleidung. Denn, man muss ganz klar sagen, man ist schon ohne die fertige Kleidung etwas im Nachteil, ne? Wenn die anderen schon ihre Stats drauf haben und du nicht, tja, das strengt an. Du wirst ein bisschen zu zurückgeworfen in deinem Gameplay, das ist mal sicher. Aber es motiviert halt, weil du brauchst, um das Ganze wieder voll zu kriegen für den Tag, 27.000 Erfahrungspunkte. So. Und da das Ganze random verteilt wird, muss man sich das halt auch erspielen. Oh, come on, please, ey. Geht doch. Meine Güte, wir müssen hier mal ein bisschen... die Verbindung. Die Verbindung ist shitty. Die Verbindung ist aber shitty. Und wir haben auf jeden Fall verloren. War keine gute Runde. War weit entfernt von einer guten Runde. Leck mich am Arsch. Eieiei, richtig auf die Fresse bekommen. So richtig übel. Aber, muss ja auch mal gezeigt werden, das passiert. Das kann sehr, sehr gut passieren. Und von daher, von meiner Seite aus, kann ich nur sagen, die Langzeitmotivation ist auf jeden Fall gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt schon habe. Also, ich gehe jetzt auf jeden Fall so Minimum auf die 15 Stunden zu. Von daher sehe ich da ehrlich gesagt, ich sehe da gar kein Problem, wenn ihr immer noch ein Problem seht. Ich weiß es nicht. Es muss euch halt auch zusagen in irgendeiner Form, das Spielprinzip, ne? Das ist ja klar, aber das ist ja bei jedem Spiel so. Gut. Dann wurde ich auch... Oh, die Verbindung. Ich habe halt hier gerade im Raum, glaube ich, bin der einzige Nicht-Japaner. Ich glaube, ich fuck die Leute gerade ab, weil... Naja, ich bin der Nicht-Japaner, ne? Das bedeutet, die Verbindung bei denen könnte wegen mir ein bisschen einen relativ hohen Ping haben. Und das ist ein bisschen schade. Auch ein kleiner Splatoon-mäßiger Nachteil. Die Verbindung... Ja, man ist halt echt wirklich fast immer in Räumen mit den Japanese Guys und so, bam, da kriegst du direkt auf die Friesen, Alter. Ist mir scheißegal. So, was wollte ich jetzt sagen? Leute, das ist auch ein Problem an diesem Spiel. Du bist doch ein bisschen konzentriert auf das Spiel und wenn du dich dann doch mehr auf dein Gequake konzentrierst, dann merkst du das doch relativ fix. Was? Was war das denn? Ihr habt's auch gesehen, oder? Der war deutlich vor mir gestorben. Deutlichst vor mir. Aber dann danach wurde noch geschossen. Ist das eine Spezialfähigkeit? Irgendwas auf der Kleidung? Von der ich nichts weiß. Na, komm, haben wir getradet. Was soll's? Ja, genau. Ich wurde tatsächlich jetzt auch gefragt, wie ist das denn, Wollo? Warum findest du jetzt gerade Splatoon gut? Warum? Und da muss ich tatsächlich sagen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es gefällt mir einfach. Da wurde dann auch natürlich der Vergleich, warum gefällt es Splatoon und warum nicht Call of Duty? Und da muss ich einfach sagen, ich weiß es nicht. Die eine Sache ist halt, dass ich Call of Duty nie wirklich gespielt habe. Was auf jeden Fall auch dann nicht sehr förderlich ist, um zu sagen, deswegen ist Splatoon besser. Ich habe es halt schlicht und ergreifend nie wirklich gespielt. Und wenn ich es mal gespielt habe, hatte ich immer das Problem, boah, die anderen sind alle so gut und ich habe überhaupt gar keine Chance. Ich sehe da
Ich sehe da schlicht und ergreifend kein Land. Alter, alter, blauer Typ, blauer Typ. Wo ist der denn? Oben ist einer. Oh, ich will lieber irgendwo, wo ich hier ein bisschen, ja, ein bisschen Points absahen kann. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und, na, ja, das ist auf jeden Fall ein Sieg für uns. Ich habe es nie gespielt und wenn ich es gespielt habe, habe ich unfassbar auf die Fresse bekommen. Und das ist bei diesem Spiel halt nicht so. Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns alle erst an die Steuerung gewöhnen müssen. Deswegen ist hier noch keiner so unfassbar OP, würde ich mal behaupten. Und das ist halt das Gute an diesem Spiel für mich. Deswegen kann ich hieran Spaß haben. So, es gab gerade einen Wechsel der Maps tatsächlich. Das ist cool, weil Juicy Möse, ey, please, ne? Da kann ich mir auch wieder nur einen Kopf packen bei dem Namen. Aber ist okay, Kitty. Ist okay, du bist lustig. So, was wollte ich... Alter. Wieso ist der denn so schnell hier in diesem Bereich? Ist der bekloppt? Jetzt muss ich das hier erstmal aufladen. Von der Spezialfähigkeit. Was ist denn da? Was geht denn ab mit dem? Der dreht ja völlig am Rad. Okay. Ah, wieder einer so typischer... Scheiße! Ich wollte gerade drücken. Juicy Möse auch noch. Ah, schlimmer geht's nicht. Gut. Nichtsdestotrotz. Ja. Das ist halt... Also, ich glaube tatsächlich, dass durch die Tatsache, dass die Steuerung ein bisschen anders ist, weil ich da sagen muss, dass ich hier das Gamepad... Ich bewege das Gamepad eigentlich mittlerweile fast gar nicht mehr. Also, wirklich nur... minimal. Also so, um nach oben und unten zu lenken. Dafür nutze ich das Gamepad und links, rechts benutze ich eigentlich fast ausschließlich den Analogstick. Weiß nicht, wie ihr es macht. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Würde mich eigentlich auch schon interessieren, wie andere Splatoon-Krieger das regeln. Ich für meinen Teil, wie gesagt, nutze dann doch mehr den Analogstick. Weil ich davon erst nicht ausgegangen wäre, dass ich das so... Komm, down. Genau. Juicy Möse. Das war nichts, mein Freund. Das war mal rein gar nichts. Komm, wir haben ja schon Energie abgezogen gerade. Aber dauert halt zu lange, um mir den Rest zu geben. Gut, sehr schön. Fucking... Der fucking Roller. Ich sage euch, was Leute denn benutzt. Nicht den Roller. Ich glaube wirklich nicht, dass der... sonderlich gut ist. Ich stehe hier im Dreck. Das ist Mist. Ich glaube nicht, dass der Roller sonderlich gut ist. Und seine Waffe scheint ein bisschen besser zu sein als meine. Ah, ich bin mir da immer noch ein bisschen unsicher, welche Waffe ich tatsächlich eigentlich nehmen sollte. Was wäre gut, Freunde? Ich weiß es nicht. Ich will halt unbedingt das Schutzschild. Und ich habe mal eine andere Waffe probiert, die das Schutzschild hatte. Die hatte aber leider... Ja, wenn die geschossen hat, das war so langsam und... Na, ich weiß nicht. Ich mag eigentlich nur diesen Kleckser bis jetzt. Also der Junior-Kleckser, dem ich gestartet bin ins Spiel, ist halt auch echt noch krass mein Favorite. Ich kann mir auch momentan gar nicht vorstellen, dass ich das jemals, dass ich das ändern könnte. Ich meine, der ist so super. Guckt ihn euch an. Er ist ein Traum. Er hält richtig lange. Die Spezialfähigkeit ist der Shit. Ich meine, was willst du da mehr, ne? Was willst du denn da mehr? Wir haben auf jeden Fall verloren, okay. Aber ich glaube, ich konnte so für mich wenigstens... Okay, meine Punkte sind eigentlich egal, weil sie gehen gerade ins Leere. Aber so für mich, kann ich sagen, war jetzt die Runde... Die war okay. Die war auf jeden Fall okay. 935 Punkte, wenn du im Verliererteam bist. Das geht schon klar. Naja. So, ein Match machen wir noch. Und hier noch einmal der Aufruf, ihr könnt auf Twitter oder dem Hashtag Volotun liebend gerne Themenvorschläge machen. Keine Fragen. Verwechselt es bitte nicht mit stellt mir Fragen. Volocard 8 ist Fragen, ne? Aber das hier soll dann eher halt ein richtiges Thema. Ein Thema ist keine Frage wie, was ist dein Lieblingsessen? Das ist kein Thema, Freunde. Das ist kein Thema, okay? Bitte da um... Ah, hier hat keinen Sinn gerade.
So, schauen wir mal. Okay, der hat das schon eingenommen. Hat jemand anders eingenommen. Hat er halt vorhin noch gesehen, dass einer von den anderen, von den Bösen, da war. Nennen wir sie mal die Bösen. Ich meine, das ist eigentlich ein bisschen Blödsinn, ne? Weil das ist ja kein Team Böse oder so. Nein, als ob. Oh, geil. Sogar erwischt. Ich sollte hier aber trotzdem weg, bevor der gleich da wieder auftaucht. Diese Sniper Joes finde ich immer ein bisschen... Die finde ich gefährlich. Die finde ich gefährlich. Die brauchen zwar ihre Zeit, um ihre Waffe aufzuladen. Sozusagen, um anzugreifen. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie... missfallen sie mir doch sehr. Dum, 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 dum. Oh, ich dachte gerade, Alter. Das ist einer von den anderen. Okay, die Runde... Die Runde scheint ganz okay zu werden, würde ich mal behaupten. Immer noch ist hier... Ich bin gerade mehr auch so darum, überhaupt noch Stellen zu finden, die ich einfärben kann. Das ist halt auch immer so ein bisschen der Nachteil. Im Siegerteam zu sein. Man hat oftmals wenig Stellen, die man einfärben kann. Und so kriegt man halt relativ wenig Punkte. Dafür halt auch die plus 300. Weil die plus 300 ist fast nicht immer krass ausgleichen, ne? Muss man halt auch sagen. Plus 300 sind halt auch nur plus 300. Okay, jetzt ist aber einfärbetechnisch schon ein bisschen was da. Das ist schön. Noch die dicken Points abgreifen hier, geil. Spezialfähigkeit ist auch gleich voll, wunderbar. Sorgt schon mal dafür, dass wir nicht gleich instant sterben. Sorgt aber dafür, dass dieser Kollege hier gleich instant stirbt. Genau wie der. Geht er. Nein. Geht, komm. Geht er hoch. Ah, manchmal, ey. Dann hauen wir noch da hier durch. Ihr geht da lang. Oh, das wird noch eine Traumrunde am Schluss hier. Arschloch. Von wegen. Du auch von wegen. Ah, ich liebe es. Oh, fuck. Fuck! Warum mache ich das? Warum mache ich das? Weil ich ein Arschloch bin. Ja? Es ging halt nicht anders. Es musste so sein. Geile Runde. Geile Runde auf jeden Fall. Mann. So lobe ich es mir. Und das sieht auch vom Blauen her ganz, ganz okay aus, würde ich sagen. Okay, Leute. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein vom heutigen Part Splatoon. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, Hashtag Splatoon auf Twitter, ne? Ihr wisst Bescheid, Themen, Vorschläge sind gern gesehen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.